So, und damit Hallöchen und willkommen zurück, liebe Sportsfreunde, zu einem weiteren mega spannenden Match hier bei Inazuma 11 Ultimate, bei Inazuma 11 Go Thunderstones, bei immer noch der Tour von Herrn Fireball. Herrn Gregory Fireball, wer es genauer wissen will, und wer es noch genauer wissen will, heute wird vielleicht das Match sein, wo wir hier die 1000 knacken. Denn, hoppala, ja, denn hier steht gerade 996 und wenn wir hier 4 Tore schaffen, haben wir 1000 Tore geschafft. Allein bei Go und Coolestones. Nicht bei Inazuma 11 1, 2, 3. Das ist ja noch ein ganz anderes Thema, sind wir noch nicht so weit. Auch bei ein paar hundert, aber ich weiß gar nicht wie weit, ich glaube 400, 500, also ungefähr nicht mehr bei der Hälfte circa. Aber hier, boah, da geht's richtig ab. Und vielleicht auch heute gegen Inazuma Japan Re, den neuen Gesichter Japans, bin ich schon mal ziemlich gespannt, wer das sein wird. Wir spielen am Sanctum Stadion und gehen gleich mal rein. Das Level ist auch schon leicht angestiegen, oben ganze 8 von 55 auf 63. Sprich, die könnten ein bisschen schwieriger sein, aber gegen schwierig habe ich ja nichts. So, Touchpen ist ready und wir legen los. Ultimate 11 vs. Inazuma Japan Re. Oh, dich pfeifen. Ist wegen Mikro nicht so gut. So, das sind wir. Und hier sind die. Wow, fast die gleichen Spieler. Das ist witzig. Relativ. Soul habe ich jetzt nicht dabei. Beilung ist aber dabei. Sneu habe ich nicht dabei. Aber sonst relativ die gleichen. Stratofalle der Milky Charter. Eine sehr starke Aufstellung. So, eine breit gefächerte auf jeden Fall. So eine 1,50 Meter Distanzaufstellung. So, wer ist alles da? Boah, ich hatte mega Schock. Ich dachte schon Level 98, aber nee, das ist seine Nummer. Hier Beilung 98, nee, ist Level 63, aber auch hoch genug. Stürmerstar, der einst der ultimative Spieler werden wollte. Victors Rivale, der direkt daneben steht. Victor Blade, Raimunds Stürmerstar, überwindet mit toller Schusstechnik jeden Torwart. Und da daneben, Soul Baystar, ein wahres Genie, das als Stürmer des Jahrzehnts gehandelt wird. Also schon mal drei sehr starke Stürmer vorne. So, dann starke Mittelfeldspieler, ausgenommen Njotsnjo, gilt als der heißeste Stürmer des Nordens, entdeckt von Sean Frosty. Evan Sherwin, der Ehremann, Kapitän der Raimund Elf. Sein Wesen ist von der Liebe zum Fußball erfüllt. Techniken 2 mit Fragezeichen, okay. Sind noch ein paar offen. Ryoma Nishiki. Seit seiner Rückkehr aus Italien spielt der frühere Stürmer im Mittelfeld. Ricardo Di Rigo. Raimunds Mittelfeldstratege, subliminal, dass er Virtuoso genannt wird. Jetzt eine relativ wenig zu sagen, denn die Spieler kennen wir alle. Für das eine relativ kurze Vorstellung. Ohne der Verteidigung Aitor Casador. Hervorragender Verteidiger. Ist ein Schlitzohr, hat aber ein gutes Herz. Goldie Lemon, liebenswertes Mädchen, das jede Position spielen kann, also Torwart. Und komischerweise hat sie als Verteidigerin recht hohe Schusskraftwerte. Gut, und Abwehr ist auch genau gleich. Also wäre sie relativ guter Libero. Trotzdem nicht ganz so gut. Dafür aber richtig gut. Gabi, Gabriel Garcia. Mega stark. Attraktives Abwehrass von Raimann. Weiß am besten, was in Ricky vorgeht. Hat er auch, jo, hat auch Dschungelschwung drauf. Sprich, es wird ein bisschen schwierig, da es eine Blocktechnik ist. Zwecks Fernschüsse. Und im Tor Jeppe, Jeremy Pascal oder Jean-Pierre Lapointe. Das kleine Energiebündel steht nun stolz im Tor der Raimund Junior High. Unendliche Hand, Federfaust, Flammengriff. Oha, oha. Annahme 156. Kann nicht zu leicht werden. Trainer haben sie keinen drin. 114 Team-TP trotzdem. Mal gucken. Boah, das ist irgendwie. Was war das Stadion nochmal?
Muss ich mal gucken. Also ich finde den Boden da schon mal nicht so schön. Gibt schönere. So, Anstoß. Let's go, der Hase. Ah ja, genau, Sanktumstadion. Oder Sanktum. Irgendwo in Sanktum sind wir gerade. Das war in der Nähe von ihm hier, von Ryoma. Genau, der steht links daneben. Genau, Sanktumstadion, da sind wir. Ich weiß nie, wo ich bin. Gerne noch einen Mix mal finden hier. Geh mal mit Nobunaga mit. Ihr ebenfalls. Das wird jetzt witzig. Na, erwisch ihn mal. Das wird jetzt so Spaß. Ach stimmt, sie müssten ja auch die gleichen Kampfgeister und die gleichen Miximovs haben. Boah. Okay, das könnte schwierig werden. Wird schon mal auch nichts mehr bringen, oder? Nee. Aber relativ knapp. Gehen wir lieber auf Nummer sicher. Adulas. Und wahrscheinlich noch Liu Bei hinterher. Das kombiniere ich mal am besten. Da ist er. Für Elite 3 Reiche. Trotzdem, vielleicht kann noch jemand schwächen. Nee, schafft keiner. Wissen, mache ich nicht Abseitsfalle. Genau, ein paar Minuten am Match würde ich es auch eher ungern machen. Mach mal Rüstung und Elite 3 Reiche. Ja, denn Hyperharmonie ist relativ stark. Nee, kann auf jeden Fall jetzt sehr spannend werden. Geht schon mal ganz gut los. Aber knapp. Gauli, vorsichtig. Muss ich ziemlich aufpassen mit meinen Spielern, dass die richtigen erwischt. Ah, er ist kein Dribbling. Trotzdem weißer Drache. Kann ich wenigstens ein Kampfgeist-Match rauskriegen. Aber jetzt kriegst du es auch einen Schuss Kampfgeist. Das heißt, es wird. Oder ich habe ihn einfach so. Oder Kampf, okay. Oh, oh. Oh, 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 oh. Schaffe ich noch Zeta? Ah, oh, perfekt. Mit guten Reflexen. Ha! Reflexe wie ein Jugendlicher. Ego-Splosion. Das sieht doch gut aus. Vor allem der Typ, der noch gar nichts draußen hat. Und eine händliche Hand. Ja, bezweifle ich jetzt eher. Außer er kriegt kritisch und hat einen mehr. Liebt sie nicht. Ich habe schon drei draußen. Bringt nichts mehr. Oh, jetzt holt er seinen Liu Bei raus. Und wahrscheinlich sein Atlas. Atlas? Ja. Ich spiele quasi gegen mich selbst, das ist spannend. Und ich bin jetzt schon völlig ausgepowert. Ne, reicht nicht. Das reicht nicht, das weiß ich. Magische Hand, okay. Aber reicht auch nicht. Trotzdem, man kann ihn ein bisschen triggern. Er springt. Oh, aber er schöpft. Okay, jetzt mix ihn auf ziemlich Drache wahrscheinlich. Ja. Jo, mit den Dragon. Wer hat den? Gabi? Boah.
echt spannend bisher. Das sind mal sehr coole Gegner. Gab es bisher auch noch nicht so in der Art. Einfach zu langsam. Rasengan. Oder möchte ich einen Rasengan? Habe ich noch einen offen? Ne, kein Big, schade. Sorry, Big. Aber ich hätte ganz gern. Das sollte ich jetzt eher nicht schaffen, schätze ich mal. Oder? Oha. So, Kampfgeist offen? Ne. Kein Hase, kein Drache. Dann mit Mondtandem. Einfach bombardieren. Gucken, was geht. Auch wenn nicht zu viel geht. Okay, jetzt kommt die drei Reiche. Oder nur Flammengriff. Komische KI. Das war jetzt komplett. Oder war das meiner? Jetzt muss ich mal gucken. Er leuchtet. Ich leuchte auch. War das ich oder war das ihr? Es gibt ja Zeit, Jeremy Pascals gerade. Bin leicht verwirrt. Spezialtaktik. Jetzt aber. Schildkrötenschock. Haha. Ah, zu Goldie. Die Gag abgibt aus Gründen, die ich nicht kenne. Ah. Rüstung und Blocken. Vielleicht denkt man, dass Goldie auch. Oh, noch so eine billige Technik. Ah, wow. Sehr knapp. Geht nicht so viel. Der Kampfgeist ist fast weg. Atlas. Der Atlas-Rüstung fällt gleich. Genauer gesagt, jetzt auch nicht. Jetzt. Aber noch ist die Kraft von Leo draußen, sprich, Liter der Reiche ist noch da. Also ist noch das Tor relativ safe. Rüsten und blocken. Jetzt wollte ich gerade noch einen Fernschuss machen. Sie hätten auch Fernschuss machen können. Egal. Gleichstand. Vorerst. So ein herrliches Spiel. Aber wie sie sich freut. Aber stimmt, ist bisher noch Gleichstand. 0 zu 0. Boah, das sind schon krass. 5 Torschüsse gegen 1. 53% Ballbesitz. Also im Grunde kann man sagen, ich bin ein bisschen besser, aber noch ist kein Tor drin. Ja, Moment. Wo bleibt denn mein Schluck? Ein Schluck, dann geht's weiter. So, und weiter geht's. Ach, die unterschwellige Level-Up-Werbung. Hoppla. Das war mein Ryoma. Ran Anna Itor. Ah. Eren gegen Eren. Eren gewinnt, aber nicht der richtige. Ah, Soul. Das ist schon leicht nervenaufreibend. Boah, ganz knapp. So, jetzt aber.
das ist hier. Oh, Scheiße. Okay, lieber noch draußen, lieber bei. Den müsste er safe halten. Nein! Uff. Wo fliegt, wo landet der? Wo landet der? Oh. Ah, das ist irgendwo hinschießen. Da bin ich. Was mache ich mir Sorgen? Eierkuchenknaller. Was mache ich mit deinem Kopf? Außerdem, Dschungelschwung. Geblockt. Ne, geschwächt nur. Okay, er fliegt noch weiter. Alle in Reihe und Glied. Meine Goldie. Schwächen. Mein Zor. Dschungelschwung. So, geblockt. Und weg das Ding. Boah. Mir reicht Fernschuss. Muss ein bisschen Gas geben. Vanitas Blitz. Wie war das? Bei 4 Torschüssen bei 1000? Einer reicht mir schon heute. Boah, ist schon ein krasses Match. Anon, das darf nicht nochmal passieren. Grande, Sushi Spanturi. Boah, sind wir ein bisschen zu hektisch gerade. Liegt aber auch echt an den Spielern, das sind echt gute Spieler. Ja, das sind auch die Inazuma 11 Spieler. Aber mit geilen Techniken und alles. Na, rein die Buletten. Oh, Maestro Rüstung. Zur Seite. Zur Seite, Sonnenkind. Auf Krampf. Fernschuss. Oha. Nochmal war nicht das Blitz. Summer. Was wieder 30.000 Mal blocken und stärken und zieht sich auch ein bisschen die Länge.
Jetzt wieder alles von vorn. Wir blocken. Oh, Silber Magnum. Hoppla, ja, sehr geil. Feier ich. Hoppla, feier ich. Ja, nach ein paar Minuten. Alles ist gut. Alles ist gut. Ich habe kein Mixing auf offen. Ich habe noch keinen Kampfgeist offen. So, es wird Zeit für die Jagd. Zück den Jagdspeer. Aber auch ziemlich knapp. 5 of 5, by the way. Ehre. Boah, das war jetzt mal anders spannend. Sah sich doch ein paar Mal sehr, sehr, sehr knapp. Aber geschafft. 1 zu 0. Das heißt, wir stehen jetzt hier bei 997. Also die 1000 wird noch ein bisschen dauern. Oh, Chef. Ich hab's hier enttäuscht. Grandioso. Wir haben gewonnen. 7 Torschüsse, 20 Techniken, 50-50. Ziemlich ausgeglichen. Boah, das ist geil. Nationalelf-Trikot. Das ist ja cool. Und fast Level Up bei Itor, hat nur ein bisschen was gefehlt hier. Da ist noch ein bisschen was. In der Süden war Japan Re-Wappen. Und knapp über 1000 Erfahrungspunkte. Sehr gut. Boah, das war's. Wieder mal ziemlich knapp und spannend. So, aber gucken wir mal, wer der nächste Gegner ist. Aha. Beziehungsweise gibt's das erste Mal. Oh, richtig geil. Von S auf B. Ja. Richtig abgestunken. So. Der nächste Gegner ist, by the way, die Inazuma Legenden. Die Legenden höchstpersönlich. Da habe ich jetzt mal gar keine Angst davor. Ich meine, die in der Summe Japan waren schon krass, aber die. Holy moly. Aber gucken wir erstmal, was hier Schönes drin ist. Und ich bin immer wieder sehr verwirrt. Spezialtaktik erhalten: Liu Bei. Ich habe Liu Bei den Trainer erhalten, aber nicht die Spezialtaktik. Denn ein Mensch ist keine Taktik. Hüpfe ab und zu schon ein bisschen, wenn wir die falschen Wörter dastehen. Aber das heißt, wir haben jetzt hier auch einen neuen Trainer. Da. Liu Bei. Nicht bunkern, angreifen. Plus 20 Offensivtaktiken, minus 5 Team-TP. Dieser chinesische Nationalheld lässt sich von seinen Überzeugungen leiten. Hm? Macht sich ganz gut da drin. Aber trotzdem. Evans, Donnerschlag, Team TP, ab. Einfach Beste. Mark bleibt hier drin. Aber trotzdem, sehr geil. Ein neuer Trainer. So, und wie wir schon gesehen haben, Firewill, zeigst du mir doch ganz kurz.
Und der nächste Gegner ist hier die Mannschaft namens Inazuma Legenden. Die Legenden höchstpersönlich. Da bin ich echt mal ziemlich gespannt. Müsste dann quasi die. Ist das dann Inazuma Japan oder ist das. Ist das direkt Inazuma 11? Also die Original Inazuma 11. Könnten auch die Original Inazuma 11 sein, wenn die Inazuma Legenden heißen. Und nach Ausgangsort der frühere Inazuma Hof ist, wo sie auch gespielt haben. Boah, das wäre geil. Team Level 65. Steigt auch leicht an. Okay, steigt mit 2 an. Bin trotzdem mal sehr gespannt. Also gut, dann würde ich sagen, das war's von diesem ultra spannenden Match bei Inazuma 11 Ultimate. Beim nächsten Mal geht es gegen die Inazuma Legenden. Da bin ich mal auch sehr gespannt. Also gut, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, immer schön am kleinen runden Ball bleiben. Bis dann. Ciao.